Hi, ganz kurz zur Matheklapperwelt. Da gibt es erstens auf YouTube Lernvideos und Livestreams mehrmals in der Woche. Themengebiete sind immer farbig gekennzeichnet. Rot die Grundlagen, Orange Geometrie, Grün Analysis, also alles was mit Funktionen zu tun hat, Blau Vektoren und Flieder Wahrscheinlichkeitsrechnung. Zweitens gibt es meine Homepage www.matheklapper.de. Dort gibt es meine Formelsammlung, den Matheklapper. Und rechts seht ihr, dass die Formelsammlung farbig auf die Videos abgestimmt ist. Ebenso auf meiner Homepage gibt es den Abi-Vorbereitungskurs. Das sind 42 Tageslektionen, wobei über 200 Aufgaben mit Lösung enthalten sind. Dauert etwa 5 bis 10 Wochen, bis man da durch ist. Ja, und dann gibt es dort noch ein Online-Mathebuch mit sehr vielen Stichworten aus der Mathewelt. Okay, viel Spaß mit dem folgenden Video. So, als nächstes kommen wir zum dritten Punkt im Rahmen der grundlegenden Dinge bei Funktionen, nämlich die Achsenschnittpunkte. Also, wo schneidet die Funktion die x-Achse bzw. die y-Achse? Wir nehmen uns wieder die Funktion f von x ist gleich 2x minus 3. Und an dieser Stelle bitte nicht verwirren lassen, dass ich hier vorne statt dem y f von x hingeschrieben habe. F von x ist nichts anderes als y. Also an dieser Stelle bitte nicht verwirren lassen. F von x ist gleich 2x minus 3 ist gleichbedeutend mit y ist gleich 2x minus 3. Ist nur eine andere Schreibweise. Ja, und bevor wir jetzt anfangen zu rechnen, schauen wir uns das Ganze doch mal so grafisch an. Wir sehen hier ein kleines Koordinatensystem, hier die x-Achse, da die y-Achse. Da ist eine beliebige Funktion in blau mal eingetragen. Und momentan geht's, wie der Name schon sagt, um die Achsenschnittpunkte. Also da, wo die Funktion die Achsen schneidet. So, da haben wir zum einen hier einen Punkt. Da wird nämlich die x-Achse geschnitten. Und wir haben hier noch einen Punkt. Da wird die y-Achse geschnitten. Ja, und um diese beiden Punkte geht es jetzt. Deren Koordinaten wollen wir berechnen. Ich vermerke ja auch gerade nochmal in dem Bild, dass das hier die x-Achse ist und das hier die y-Achse ist. Ja, und wir beginnen da zunächst mit dem Schnittpunkt mit der x-Achse. Übrigens gibt es da auch einen anderen Namen dafür, denn man kann dazu auch Nullstellen sagen. Und dieses Wort benutzt man auch in der Regel. So, jetzt müssen wir uns überlegen, mit welchem mathematischen Ansatz könnte man denn diese Nullstellen rausbekommen? Es geht momentan um diese Schnittpunkte mit der x-Achse, also um diesen Punkt. Jetzt überlegen wir mal, egal wo dieser Punkt hier auf der x-Achse liegt, die y-Koordinate von diesem Schnittpunkt wird immer 0 sein. Sagen wir einfach mal, hier wäre vielleicht der Punkt 2 Stab 0. Dann wäre hier der Punkt 3 Stab 0, 4 Stab 0, 5 Stab 0. Bedeutet, egal wo dieser Schnittpunkt hier auf dieser Achse liegt, der y-Wert wird immer 0 sein. Und genau das ist unser Ansatz. Also, wenn wir den Schnittpunkt mit der x-Achse berechnen wollen, wissen wir automatisch, dass der y-Wert 0 ist. Also, y ist gleich 0. Oder wir können alternativ auch sagen, f von x ist gleich 0. Bedeutet ja beides das Gleiche. So, und im nächsten Schritt brauchen wir diese Information nur zu benutzen. Wir setzen hier vorne einfach 0 ein, bekommen die Gleichung. 0 ist gleich 2x minus 3. Und diese Gleichung können wir jetzt anfangen zu lösen. Wir bringen einfach die 3 rüber mit der Anweisung plus 3. 3 ist dann also 2x. Dann teilen wir noch durch 2. Ich vertausche noch gerade die Seiten, bekommen auf jeden Fall für x den Wert 1,5 aus. So, jetzt müssen wir am Schluss das Ergebnis einfach nur noch aufschreiben. Wir suchen ja einen Schnittpunkt. Wie der Name schon sagt, geht es um einen Punkt. Und jeder Punkt hat ja eine x-Koordinate und eine y-Koordinate. Die x-Koordinate, haben wir hier unten ausrechnet, beträgt 1,5. Und die y-Koordinate ist gemäß dem Ansatz immer 0. Also können wir aufschreiben den Punkt 1,5 Stab 0, das Ganze noch in einer runden Klammer. Und Punkte werden ja immer mit großen Buchstaben bezeichnet. Und da Schnittpunkte mit der x-Achse mit Nullstellen bezeichnet werden, nennt man diese Punkte dann auch groß N.
Also Ergebnis von der Rechnung. Wir haben mit dem Ansatz y gleich 0 den x-Wert ermittelt und dann entsprechend die Lösung, den Schnittpunkt mit der x-Achse bei 1,5 statt 0 aufgeschrieben. Und den Punkt nennen wir groß N wie Nullstelle. Als nächstes kommen wir zum Schnittpunkt mit der y-Achse. Schauen wir uns das im Bild an. Das ist dieser hier. Jetzt überlegen wir mal, welche Koordinaten dieser Punkt haben könnte. Der hat vielleicht die Koordinaten 0, Stab, minus 4. Der könnte auch hier liegen, hätte er die Koordinaten 0, Stab, minus 5, 0, Stab, minus 6, 0, Stab, minus 7. Es fällt auf, dass jeder Punkt, der dann hier auf dieser y-Achse liegt, immer als x-Koordinate den Wert 0 hat. Und genau das ist unser Ansatz. Also x ist gleich 0. So, jetzt brauchen wir als nächstes diese Information einfach nur benutzen. Wir setzen für x den Wert 0 ein in diese Funktion. Wir bekommen also y ist gleich 2 mal, jetzt käme eigentlich x, x ist aber 0, also mal 0 und die minus 3 hängen wir noch da hinten dran. Wir rechnen die rechte Seite aus. 2 mal 0 ist 0, minus 3 ist minus 3. Also y hat den Wert minus 3. Auch hier wollen wir ja einen Schnittpunkt aufschreiben. Auch wieder einen Punkt, der ja eine x-Koordinate und eine y-Koordinate hat. Die x-Koordinate ist 0, die y-Koordinate ist minus 3. Wir bekommen also den Punkt 0, Stab, minus 3. Da es ein Punkt ist, setzen wir das Ganze in eine runde Klammer. Die Frage ist, wie nennen wir jetzt diesen Punkt? Ich persönlich nenne diesen Punkt einfach s mit einem Index klein y. Also sy wie Schnittpunkt mit der y-Achse. Das ist aber nur eine persönliche Schreibweise von mir. Ich möchte jetzt an dieser Stelle nochmal prinzipiell festlegen, wie man diese Schnittpunkte mit der x-Achse bzw. den Schnittpunkt mit der y-Achse berechnet. Man kann sich das prinzipiell vielleicht insofern merken, dass immer das andere 0 sein soll. An dieser Stelle berechnen wir den Schnittpunkt mit der x-Achse und der Ansatz lautet, y ist 0, also das andere von x ist 0. An dieser Stelle berechnen wir den Schnittpunkt mit der y-Achse, naja, und das andere soll wieder 0 sein, also x ist 0. Das heißt, die Ansätze für die Berechnung von den Achsenschnittpunkten können wir uns einfach merken mit dem Satz, das andere soll 0 sein. Ja, und ich markiere nochmal die entsprechenden Ergebnisse. Die Nullstelle bei 1,5 statt 0 und den Schnittpunkt mit der y-Achse bei 0 Stab minus 3. Und dass das tatsächlich die Achsenschnittpunkte sind, das werden wir auf der nächsten Seite an der Grafik entsprechend sehen können. Ja, wir sehen hier ein Koordinatensystem, die x-Achse und die y-Achse, jeweils von minus 7 bis plus 7 beschriftet. In dieses Koordinatensystem wollen wir wieder die Funktion f von x ist gleich 2x minus 3 einzeichnen. Ja, und da sehen wir auch schon die Funktion. Minus 3 ist der Schnittpunkt mit der y-Achse. Die Steigung ist 2, 1 nach rechts, 2 Einheiten nach oben. Ja, und die Achsenschnittpunkte, die wir auf der vorigen Seite entsprechend berechnet haben, die habe ich hier gerade mal eingetragen. Den Schnittpunkt mit der y-Achse, also die Nullstelle mit den Koordinaten 1,5 Stab 0 und den Schnittpunkt mit der y-Achse, also sy mit den Koordinaten 0 Stab minus 3. Ja, und dann wollen wir doch mal schauen, ob diese Punkte, die wir hier berechnet haben, tatsächlich die Achsenschnittpunkte sind. Also die Nullstelle hat die Koordinaten 1,5 Stab 0. Dieser Punkt wäre hier auf der x-Achse bei 1,5. 0 Einheiten in y-Richtung, also da hätten wir den Punkt. Ich nenne den auch mal groß N. Und tatsächlich sehen wir, an dieser Stelle wird die x-Achse geschnitten. So, der Schnittpunkt mit der y-Achse hat die Koordinaten 0, Stab, minus 3. 0 auf der x-Achse, minus 3 in Richtung y-Achse. Dann sind wir hier an dieser Stelle. Da wäre dann der Punkt sy. Und tatsächlich an dieser Stelle wird die y-Achse geschnitten. Ich fasse abschließend nochmal zusammen. Eben gerade ging es um die Berechnung der Achsenschnittpunkte. Die Berechnung haben wir hier auf dieser Seite durchgeführt. Und immer schön dran denken, wie lautet der Ansatz zur Berechnung von diesen Schnittpunkten?
Will man den Schnittpunkt mit der x-Achse berechnen, ist der Ansatz y gleich 0, also das andere ist 0. Während will man den Schnittpunkt mit der y-Achse berechnen, ist das andere ja x, also x ist gleich 0. Bitte diese beiden Ansätze merken. Ja, ganz kurz nochmal zur Matheklapperwelt. Hier auf YouTube gibt es ja Filme und Livestreams. Auf www.matheklapper.de gibt es meine Formelsammlung, also den Matheklapper, sowie die Abi-Vorbereitung und das Online-Mathebuch. Oben links könnt ihr meinen Kanal abonnieren und natürlich das Glöckchen nicht vergessen, dann erfahrt ihr auch immer, wenn mal wieder ein Livestream ansteht. Ja, und oben rechts gibt es eine thematisch passende Videoempfehlung. Danke fürs Zusehen. Ciao!